Servus und herzlich willkommen zum Zillertal-Podcast. Das fühlst du nur hier. Heute mit Andreas Erler, passionierter Wintersportler und Jobleiter von Pründelsport in Meierhofen. Servus Andreas, schön, dass du da bist. Grüß dich Niklas, danke für die Einladung. Wie ich gerade schon gesagt habe, du als passionierter Wintersportler, bevor wir jetzt in die Welt des Skiservice, der Skiberatung, ja, im Prinzip das alles, was ihr dort anbietet, einsteigen. Kurz vorweg, du als gebürtiger Zillertaler, hinten aus dem Tuxertal, was war dein unvergesslichster Moment hier im Zillertal? Was wirst du immer mit dem Zillertal verbinden und nie vergessen? Ja, das war ein ganz tolles Erlebnis 1996 am Hintertuxer Gletscher. Da sind die Eisbrüche noch bis zum Tuxer Förnerhaus heruntergewachsen. Hat es Neuschnee gegeben und ich bin meinem besten Freund dort Tiefschnee fahren gegangen. Das hat sich eingebrannt, das Wetter, der Schnee, die Farben. Sollte man aber nicht nachmachen. Damals waren wir nur jung und unvernünftig. Bei heutigen Lawinenverhältnissen sollte man das nicht mehr machen. Okay. Ja, spannend, aber wie du auch sagst, sehr gefährlich, aber bestimmt unvergessliche Bilder und Eindrücke, die du dort bekommen hast. Sensationell, ja. Ja, du als passionierter oder als selber Wintersportler, der die Berge liebt, was hat dich in den Freizeit- und Sporttourismus geführt, dass du dann endgültig oder im Endeffekt bei Pründelsport gelandet bist und dort jetzt auch Shopleiter der 4 Standorte in Meierhofen innehast? Ja, also auf dem Schnee bewegt habe ich mich seit Kindesjahren. Mit 3 Jahren hat man Skifahren angefangen. Dann ist man Langlaufen gegangen, dann ist man Rodeln gegangen, Eislaufen gegangen. Also ich bin mit Ski und Wintersportgeräten aufgewachsen. Das war naheliegend, dann eine Lehre als Sportartikelkaufmann zu machen. Ja. Beim Pründel bin ich über Bauumwege gelandet. 2017 hat sich lebenstechnisch, wohnorttechnisch ein bisschen was verändert. Ich habe was Neues gesucht, eine neue Herausforderung. Und dann hat sich der Pründel angeboten, habe ich beworben und bin dann 5 Jahre in Fügen gewesen, in einer Filiale in Fügen von uns, Spieljochbahn. Und jetzt bin ich seit Mai 2022 hier in Meierhofen. Spannend. Wir haben jetzt von Wintersport, wo du herkommst oder wie du dazugekommen bist, gesprochen und von der Geschichte vom Wintertürkser Gletscher. Bevor wir jetzt über Skiservice, was ja heute so ein bisschen unser Thema sein soll, und die Welt der Ski, auch der Tourismus wird immer mehr ein Ganzjahrestourismus, Sommer wie Winter spielt's mit. Und du hast auch von neben dem Skifahren von Produkten wie Rodeln oder Langlauf geredet. Wie vielfältig ist denn euer Angebot bei Pründelsport und wie unterscheidet sich das Sommer zu Winter? Ja, der Sommer ist stark im Kommen, auch hier im Zillertal. Im Sommer wird viel gewandert, viel spazieren gegangen, viel mit dem E-Bike oder mit dem normalen Fahrrad auf die Berge hochgefahren oder auch am Ziller entlang. Ist auch ganz toll. Aber die Hauptsaison bei uns ist natürlich der Winter und da bietet man eigentlich durch die Bank alles an. Also von Fügen draußen, wo eine tolle Rodelbahn ist, schon mit einem Rodelverleih, bis hier nach Meierhofen, wo es hauptsächlich um Skifahren geht. Ja. Oder unsere Kollegen in Dux, Sportgeschäft in Dux, die auch Langlauf-Skiverleih machen und dort das anbieten für unseren Gast. Im Winter dreht sich auch viel um den Skiverleih. Im Sommer gibt es weniger Verleihprodukte oder hat sich die Entwicklung des E-Bikens auch zu einem Verleihprodukt entwickelt oder ist es eher eine Saison, wo es wirklich eher um den Verkauf und die Beratung geht? Also das E-Bike ist ein sehr hochpreisiges Produkt und da bietet sich an, das auch zu leihen. Das bieten wir auch an. Wir haben allein im Meierhofen 70 Verleihräder stehen, die fast täglich in den Hauptsaisonen Juli, August verliehen werden, gewartet werden natürlich wieder über Nacht dann und gereinigt werden. Das E-Bike wird viel gemietet und das ist, glaube ich, auch gut so. Ja. Okay, kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, worum sich heute bei uns alles drehen sollte, den Wintersport, den Ski. Du bist selber durch deine Leidenschaft zum Wintersport dazu gekommen. Das heißt, du verfolgst auch Trends. Ich sag mal, bei euch passiert ja auch ganz viel. Der Skisport entwickelt sich weiter, die Entwicklung des Skis geht weiter. Das heißt, das ist wahrscheinlich neben dem Thema Service und Beratung ein ganz, ganz großes Thema bei euch, auch immer da up to date zu bleiben und mit den Trends mitzugehen und sich dort zu informieren und weiterzuentwickeln.
ja, neben Besuchen von Sportartikelmessen in München zum Beispiel, die ISPO, wird bei uns viel weitergebildet. Mhm. Jede Firma kommt zu uns, bestellt die Produkte, die es bei uns haben, vor, macht Schulungen für die Mitarbeiter, für die Fly-Mitarbeiter und für die Verkaufsmitarbeiter. Da lernt man schon sehr viel. Neues am Markt passiert laufend. Dieses Jahr ist ganz ein großes Thema das neue BOA-System bei Skischuhen. Das ist also ein Drehverschluss, also es sind im Vorfuß nicht mehr Schnallen zum Schließen, sondern einfach durchs Drehen zieht sich dann der Fuß, der Schuh über den Fuß. Okay, genau. Das, also ich kenne das BOA-System aus anderen Bereichen. Im Wintersport kannte ich es jetzt noch nicht, aber ja, wird dann vielleicht mein nächster Skischuh oder Turnschuh. Also das BOA-System kommt eigentlich aus dem Winterbereich, ist dann übergelaufen auf Trailrunning, auf Radschuhe, auf Helme, kommt eigentlich vom Snowboard ursprünglich. Also Snowboardschuhe waren die ersten, die das BOA-System gehabt haben und jetzt mittlerweile auch Skischuhe. Okay, spannend. Ja, bewegen wir uns langsam in die Welt des Skiservice und des Skiverleihs, sage ich mal. Ich glaube, Skiverleih ist gerade im Wintertourismus ein ganz, ganz großes Thema, neben dem der Kauf und der Beratung. Ja, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt und ja, von welchen Zahlen kann man denn im Skiverleih sprechen, dass man da mal ein Gefühl für bekommt? Ich glaube, ein Tal wie das Zillertal, wo ja Millionen von Nächtigungen stattfinden, von welchen Zahlen kann man denn da sprechen, was ihr an Skiauflage habt? Also hier in Mayhofen in unseren vier Filialen haben wir ca. 3.000 Paar Ski stehen, 2.200 Paar Schuhe stehen. Dann kommt noch das ganze Snowboard-Thema dazu, ein Stückchen Helme, das musst du alles lagern, da brauchst du viel Platz. Ja. Aber es ist nötig, so eine Masse an Material zu haben, weil der Gast tendiert sehr zum Skiverleih. Das hat auch praktische Gründe, weil viele reisen mit dem Zug an oder haben im Auto gar keinen Platz. Ja. Oder müssen die Ski zu Hause lagern im Keller. Das ist alles mühsam. Beim Leihen machst du eine Online-Buchung, bestenfalls eine Online-Buchung, damit das Material dann auch für dich bereitsteht. Und dann reist du entspannt in den Urlaub, holst du die gemieteten Sachen, stellst sie bestenfalls noch ins Skidepot bei uns am Berg oben rein. Rundum-Service. Ja. Ja, genau. Okay. Das heißt, ja, du würdest auch empfehlen, aufgrund dieses Serviceangebots, den es gibt, braucht man als, sag ich mal, der Otto-Normalverbraucher, jemand, der hier lebt und auf, keine Ahnung, jedes Wochenende Skifahren geht, ist vielleicht was anderes, aber für den Otto-Normalverbraucher würdest du wirklich mittlerweile empfehlen, nimmst den Skiservice in Anspruch, ihr habt immer den perfekt präparierten Ski, der hat immer die perfekte Wartung und also du meinst den Verleihski jetzt, oder? Ja, also beim Verleihski ist es so, dass der Ski ja immer, wenn er zurückkommt vom Gast, gewartet wird. Das heißt, er wird geschliffen, er wird frisch gewachst, er wird auf die Verhältnisse gewachsen natürlich. Beim Kaufski ist so, wir freuen uns, der Sporthandel generell freut sich, wenn die Leute noch Ski kaufen, aber die Tendenz geht halt einfach stark in den Verleih, weil es auch Sinn macht. Ja. Ja. Aber er ist gut aufgehoben, egal wo er hingeht, kann er die Ski jeden Tag wachsen lassen. Wenn der Ski nicht mehr läuft oder sich die Bedingungen ändern, kommt er einfach rein, da kriegt er neues Wachs drauf. Oder er kriegt den Ski getauscht, wenn er einfach was anderes will, wenn es geschneit hat oder wie auch immer. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Tage da bin und Ski 3, 4, 5 Tage ausleihe, kann ich zwischendrin wechseln und sagen, jetzt möchte ich mal einen sportlichen Ski, der eher für Geschwindigkeit ist. Einen Tag will ich ein bisschen was Lockeres, was ich auch im Tiefschnee fahren kann. Das heißt, da kann man die Ski zwischendrin wechseln. Genau so ist es. Wenn die Kräfte nachlassen zum Schluss vor der Woche, kannst du dann leicht drehenden Ski holen. Okay, ja, passt. Wahnsinnsangebot. Wir haben jetzt bei den Verleihskien über die ständige Pflege der Ski gesprochen. Wenn ich jetzt einen eigenen Ski habe, was kann ich denn privat tun, um meinen Ski bestmöglich zu pflegen? Weil ich kann ihn jetzt ja auch nicht jeden zweiten, dritten, vierten Tag in den Skiservice bringen. Also man muss das so sehen wie beim Auto. Das bringst du ja auch zum Service, ehrlich, einmal zum Überprüfen. Das fängt mit der Bindung an. Bindungsüberprüfung finde ich persönlich ganz wichtig, dass man das einmal im Jahr machen lässt. Dann kann man selber dazu beitragen, dass man die Ski wächst, ein Wachs drauf macht selber. Gibt es Flüssigwachse, Kaltwachse, man kann es mit Bügeleisen auftragen, da braucht man ein bisschen mehr Equipment natürlich. Oder man bringt den Ski in Skiservice. Ja. Bestenfalls zu uns. Okay. Ja, ich
Ich ziehe auch das in den Service bringen vor, wachse jetzt nicht selber. Aber wie macht ihr den Skiservice? Wenn man jetzt einmal den typischen Skiservice aus dem Fernsehen vielleicht kennt vom Ski-Alpin-Rennen, da steht der Servicemann noch da und poliert die Ski, macht das Wachs, wie du es auch eben gesagt hast, mit dem Bügeleisen drauf. Ihr werdet ja eure 3000 Ski nicht mehr händisch wachseln können. Ich glaube, die Ressourcen hat man nicht. Wie macht ihr das? Ja, wir haben einen typischen Rücknahmetag, zum Beispiel am Freitag ist so, da kriegen wir 600 Ski zurück am Abend, die müssen dann über Nacht hergerichtet werden. Dafür hat man einen Schleifroboter, da sind zwei Leute, sind fix angestellt, nur im Skiservice, und die müssen schauen, dass dann über Nacht die ganzen Ski wieder neu schleifen, wachsen, präparieren für den nächsten Tag, wenn die Leute wieder anreisen und kommen. Das heißt, ihr habt dann an so einem Tag mehr oder weniger, wie man es eigentlich aus anderen Branchen kennt, einen Schichtbetrieb, das heißt, die arbeiten die Nacht mehr oder weniger durch und müssen bis in die frühen Morgenstunden die Ski wieder präparieren und herrichten. Also durch diese Maschine dauert es nicht ganz so lang. Die fangen um 14 Uhr an, und dann arbeiten sie halt in die Nacht rein bis 11, 12, eins, je nachdem, bis halt fertig sind. Bis die 600 Ski alle wieder zum Beispiel, ja, präpariert sind für den nächsten Tag. Kommen dann noch Kundenski dazu, die Ski zum Service bringen, weil sie halt nicht selber Bügeleisner zu Hause haben. Ja. Das muss man auch ordentlich machen und da brauchen wir schon ein bisschen Zeit dafür. Und bei eurem, wenn ihr die Ski präpariert, geht es ihr auf die aktuellen Bedingungen ein, weil man hört, man kennt es ja, feuchterer Schnee, trockenerer Schnee, wärmer, kälter. Das heißt, auch da geht es ihr drauf ein, was für Bedingungen gerade habt und dementsprechend werden die Ski präpariert. Genau, so machen wir es. Wir haben belagseitig wird der Struktur reingeschliffen, die ist bei nassen Schnee zum Beispiel gröber, dass das Wasser besser rauskommt, dass man besser gleiten kann und wird wieder wärmeres Wachs hergenommen, also für wärmeren Schnee. Bei kalten Bedingungen brauchst du wieder feinere Struktur und kälteres, also Wachs für kälteren Schnee, damit der Ski gut läuft, man Spaß hat. Wenn ich jetzt privat meinen Ski zum Service bringe, weil ein Leihski leihe ich mir aus und habe ihn in der Regel 3-4 Tage, da weiß ich, wie die Bedingungen sind. Jemand, der jetzt seinen Ski privat hat und sagt, ich lasse ihn wachsen und fahre den dann aber die nächsten Tage, sollte man da dem Servicemann irgendwie sagen, mach mir einen Universalwachs drauf, weil ich jetzt ja, vielleicht in 2 oder 3 Wochen immer noch mit dem Ski fahre, oder weiß er sowieso, auf was er da zurückgreifen muss, oder macht er das einfach nach den aktuellen Bedingungen? Also die Wachse haben ja einen großen Einsatzbereich. Man weiß ungefähr, wie das Wetter wird. Und wenn man weiß, am nächsten Tag ist minus 15 Grad am Berg angesagt, dann wird man wirklich ein kaltes Wachs nehmen. Wenn man weiß, zu Ostern raus, wenn es warm ist und schon Sulzschnee ist, dann wird man warmes Wachs nehmen. Aber da kann sich der Kunde schon auf den Handel verlassen. Okay. Und gibt es neben dem regelmäßigen Wachsen und der regelmäßigen Pflege noch etwas, was ich zur Langlebigkeit meines Skis beitragen kann? Beispielsweise, wie lagere ich meinen Ski im Sommer richtig? Auf was achte ich dort? Also entscheidend für mich ist, wenn du letzten Skitag gehabt hast in der Saison, du kommst vom Berg runter, bist euphorisch, weil es ein toller Winter war, gehört der Ski einmal gereinigt. Ja, es gehört das Salz am Ski drauf, wenn man über den Weg fährt, der Schmutz drauf, das soll man mal reinigen. Dann ist bestenfalls macht man Wachsschicht drauf und verpackt es trocken dann in einem Skisack und lagert es zu Hause trocken im Keller oder wo es halt nicht so feucht ist. Okay. Ich empfehle den Leuten dann schon oft, sie sollen dann am letzten Skitag die Ski zum Skiservice bringen. Dann ist er wirklich richtig hergerichtet und man kann im Prinzip, wenn es dann wieder schneit im Herbst oder im Dezember, den Ski auspacken, hinlegen und losfahren. Das heißt, am Ende der Saison nochmal ein Service drüber und nicht zum Beginn der Saison. Das heißt, dem Wachs tut es auch nichts, in Anführungszeichen, sagen wir mal, dass er jetzt ein halbes Jahr im Keller steht. Im Wachs tut es überhaupt nichts. Das Wachs zieht ja in den Belag ein. Kann natürlich sein, dass der Belag so ein bisschen milchig wird. Gell? Beim schwarzen Belag sieht man das ganz gut, dass so milchige Ränder kommen. Dann schadet es nicht, wenn man einmal ein Wachs aufträgt. Aber die Kanten sind frisch geschliffen. Ja. Sie sind bestenfalls rostfrei und dann kann man super Skifahren. Okay. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt über Skiverleih und Skiservice geredet, wenn ich jetzt einen neuen Ski kaufe, auf was sollte ich da achten? Es ist ja, gibt ja eine Bandbreite an Ski, an Skivarianten, an Skimarken. Wie finde ich mich, beziehungsweise da bin ich wahrscheinlich dann auch auf euch angewiesen aus dem Fachhandel, wie finde ich mich da als Laie im Prinzip überhaupt zurecht, um zu wissen, das ist der Ski, den ich brauche? Oder auch der richtige Skischuh? Ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Mal auf Thema Ski bezogen. Man soll sie beraten lassen.
Bestenfalls geht man dann 2 Tage mit verschiedenen Skiern Skifahren oder 3 Tage, je nachdem, wie man nicht so viel halt, dass man nicht komplett durcheinander ist. Aber man trifft ja Vorauswahl und sagt, okay, man will lieber einen kurzschwingenden Ski. Dann kriegst du 3, 4 Modelle mit, die kannst du am Berg umlagern. Dann fährst du mal mit allen Skiern und machst halt siebst diese Ski selber aus. Mhm. Am Ende bleibst du bei einem hängen, der dir super gefällt und der gut zu dir passt. Beim Skischuh, da kann man eigentlich jeden Skischuh auf den Fuß vom Kunden anpassen. Ja, es geht da um Bootfitting, die neuen Materialien, da hat sich am Materialsektor der letzten Jahre viel getan. Kann man den Skischuh, die Schale aufheizen oder den Innenschuh aufheizen. Man kann, wichtig ist für mich auch, dass der Mensch, der Kunde mit dem richtigen Socken, mit der guten Einlegesohle im Skischuh steht, weil da werden viel Fehler gemacht und dann kommen auch die Probleme. Aber wir helfen den Kunden eigentlich sofort, also wenn der eine halbe Stunde auf der Piste ist und hat Fußschmerzen, dann ist ein großer Tipp von mir, geht sofort in ein Sportgeschäft rein und lasst euch helfen. Vor Ort sind überall gute Händler, die das beherrschen, die Bootfitting können, und bevor man mit schmerzenden Schuhen fährt, das heißt, soll man sich helfen lassen. Wenn ich einen neuen oder wenn ich einen Skischuh habe, der an der einen oder anderen Stelle drückt, kann mir da geholfen werden? Ja, da wird dir sehr gut geholfen. Dann komme ich vielleicht mal vorbei. Okay. Wir haben jetzt über ja beim Kauf über die verschiedenen Ski oder Marken geredet. Es gibt ja auch viele Formen des Skis. Und wenn ich jetzt gerade sehe, haben wir neben uns hier einen alten Holzski, ich glaube, wie man ihn früher mal gefahren ist, mit einer alten Metallbindung. Ich glaube, das ist auch der Vorreiter des heute genannten Tourenskis. Kannst du uns dazu was erzählen, wie es über die Geschichte des Skis, wie es dazu gekommen ist und wo die. Also so ein schönes Teil, also man muss sich das vorstellen, also ein Holzski aus einem Stück gemacht mit der Federbindung drauf, wo man dann einen Lederschuh draufgeschnallt hat. Sowas bin ich leider selber noch nie gefahren. Ich weiß aber aus Erzählungen von meinen Großeltern und Urgroßeltern, dass man da Kerzenwachs drauf gemacht hat, dass man ein bisschen besser, das Ganze besser flutscht. Man hat auch den Hang hochlaufen müssen. Also man hat das angeschnallt und ist hochgetrettelt. Also man hat ja nicht Fälle gehabt wie heute oder einen Lift, der dich hochbringt, sondern man hat da wirklich Kraft investieren müssen, eine halbe Stunde bis eine Stunde hochlaufen, damit man eine Abfahrt haben kann. Meist war das dann gerade durch den Tiefschnee runter. Kennt man vielleicht die alten Videos, hast du sicher schon gesehen. Tolles Produkt, ich sehe das immer wieder gerne. Ich bin es selber noch nie gefahren. Aber Wahnsinn, vor wie vielen Jahren man schon sich eigentlich auf Holzbretter gestellt hat, um damit den Berg runterzufahren. Da muss man auch sagen, heutzutage hat man den wesentlich moderneren und besseren Ski und die perfekt präparierten Pisten. Früher ist man wahrscheinlich mit so einem Ski dann im Tiefschnee unterwegs gewesen, zum Teil auch. Ja, also kommen tut es ja aus Norwegen. Da hat man es als Fortbewegungsmittel benutzt, damit man im Tiefschnee einfach nicht ganz so einsinkt und halt von Dorf zu Dorf gehen kann oder fahren kann in dem Fall. Bei uns war es dann eine Spaßsache, Anfang des Tourismus. Da ist man wirklich hochgelaufen und dann gerade durch den Tiefschnee runtergefahren. Also hat man nicht so Schwünge gemacht, wie es jetzt kennst mit dem Carving-Ski zum Beispiel. Weil du gerade Carving-Ski sagst, also soweit ich weiß, der Carving-Ski ist im Laufe der 90er Jahre entstanden. Davor ist man vielleicht nicht auf so Holzschienen gestanden, aber auch da gab es im Prinzip noch eine Zwischenversion oder eine Vorversion des Carving-Skis. Wo liegt denn der Unterschied zu einem Ski, sag ich mal, aus den 80ern, 90ern, wie ich es vielleicht meine ersten Ski, die ich im Kindesalter hatte, die ich vielleicht auch von meinen Eltern kenne, wo liegt denn da der Unterschied und was ist das Besondere heute am Carving-Ski? Also die Nachfolger von dem Holzski, den wir da stehen haben, das waren dann die Ski, wo wir aufgewachsen sind, auch du bist mit dem gefahren wahrscheinlich, das waren Ski, die einfach gerade waren. Also die waren von der Spitze bis zum Ende hinten gerade, hat man eigene Technik gebraucht mit Umsteigen, damit man Schwung auslösen kann. Man ist eher die Falllinie den Hang hinuntergefahren, hat aber schon Dollkurven machen können, hat eine Stahlkante drauf gehabt, hat einen guten Grip gehabt. Danach irgendwann, Mitte, Ende 90er, ist dann der Carving-Ski gekommen. Der Carving-Ski, den stellst du dir so vor, der ist an der Schaufel vorne breiter, unter der Bindung schmal und hinten raus wieder breit. Also eine Teilierung halt. Gell? Und die Teilierung gibt den Radius vor vom Ski. Und da unterscheidet man dann von kurzschwingenden Skiern, also einen Short-Carver oder einen Slalom-Ski oder einen langschwingenden Ski, der ist dann eher Riesenslalom oder Race-Carver, sagt man auch dazu.
Der Schrottkaufer, der Slalom-Ski, ist für Leute, die einfach gerne kurz schwingen, einen Radius zwischen 9 und 13 Metern haben, 14 Meter vielleicht. Ja, und der Racekaufer ist für jemanden, der lieber schnell fährt, lieber lange Radien fährt, hinter Duxer Gletscher oben, ja, oder wenn die Pisten frei sind, macht das auch irrsinnig viel Spaß. Aber es hat sich in der, okay, Entwicklung schon was getan. Ja, spannend. Mhm. Und was für eine Rolle spielt die Länge des Skis? Weil von früher weiß ich irgendwie noch, früher hieß immer so, ein Ski fährt man ungefähr auf Nasen- bis Stirnlänge. Heute, wenn man so viele verschiedene Ski hat, verschiedene Taillierungen, was spielt da die Länge für eine Rolle? Also grundsätzlich ist immer noch so, dass man für einen Slalom-Ski oder für einen kurzdrehenden Ski so Kinn-Nase hernimmt und für einen langdrehenden Ski bis Körpergröße. Mhm. Allerdings unterscheidet man dann auch, wenn jemand Freeriden geht, also im Tiefschnee, nur im Tiefschnee Skifahren geht, dann hat er meistens ganz einen langen Ski, damit er viel Auftrieb hat. Ja. Und dann ist noch typabhängig, wie mutig das man ist, wo man sich so bewegt, weil auf einer blauen Piste fährst du ja langsamer, dann kannst du auch einen Ski nehmen, der ganz leicht eindreht. Okay. Und wenn jemand lieber rot oder schwarze Pisten fährt, hat er ein bisschen sportlicheren Ski. Und da variiert dann auch die Länge. Okay. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel über den Skiservice und den Skiverleih und die verschiedenen Skivarianten bekommen. Du als gebürtiger Zillertaler und ja, hier aufgewachsen und hier gelebt. Was ist denn das Besondere für dich am Zillertal, wenn jetzt jemand seinen nächsten Urlaub plant und ins Zillertal kommt, was würdest du dem noch mitgeben? Also ich darf ja jetzt schon seit 47 Jahren hier im schönen Tal leben. Und jedes Mal, wenn ich beim Fenster rausschaue und ins Freie gehe, dann sehe ich die schöne Natur, die Landschaft, die gute Luft, die tollen Berge, die wir haben, im Winter den tollen Schnee. Also es ist unglaublich toll, hier zu leben. Es ist auch unglaublich toll, hier Urlaub zu machen. Und ja, ich bin hier auf die Welt gekommen und darf halt hier das Privileg genießen, langlaufen zu gehen, rodeln zu gehen, Skifahren zu gehen, was ich halt möchte. Das heißt, du nutzt die Möglichkeiten, die wir haben, in all seinen Facetten in deiner Freizeit mit deiner Familie gemeinsam. Genau, ja. Mit meinen Kindern macht man auch wieder die ganze Palette durch, bis hin zum Eislaufen. Das mache ich nicht so gern auf den ganz schmalen Dingern, aber trotzdem lustig. Ein bisschen mehr Breite wie bei einem typischen Ski hast du schon gern dann. Ja, schon. Kann ich verstehen. Und im Sommer somit wahrscheinlich genauso gern auch draußen in den Bergen unterwegs. Bietet sich an bei uns. Auch im Sommer, wenn so die ganzen Berge, die Jöcher, die Möglichkeiten, die man hat mit Wandern oder mit dem E-Bike oder mit dem normalen Mountainbike oder am Ziller entlang mit einem einfachen Rad, gell, was auch viele Gäste gern machen, dass sie einfach am Ziller entlang nach Straß fahren und dann mit dem Zug wieder rein zum Beispiel, wenn es zu anstrengend ist. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten hier. Unser Podcast heißt ja Zillertal, das fühlst du nur hier. Was verbindest du denn mit dem Slogan, das fühlst du nur hier als gebürtig von hier? Gibt es da irgendwas, was du sagst, das macht für mich das Zillertal aus, sei es das oben am Gipfel stehen oder die rasante Abfahrt, was ist so für dich das Zillertal-Gefühl? Ist eine Mischung, gell? Also ich fühle das Zillertal seit 47 Jahren, Gott sei Dank. Mhm. Und es ist, glaube ich, eine Mischung zwischen der Herzlichkeit von den Menschen, von den Möglichkeiten, Skipisten, Wanderwegen, alles, was wir halt so haben, dass man alles nutzen kann und darf, gell, dass uns die Wegbesitzer und die Grundbesitzer auch die Sportarten ausüben lassen, das muss man auch mal sagen. Und das Zillertal, wenn man mal hier war, weiß man ja, was das Zillertal hat und deswegen kommen auch viele Gäste immer wieder und immer wieder zurück. Und ich lebe hier gern und ich bin genauso gern ich habe auch Urlaub, wenn ich frei habe, habe ich Urlaub hier. Vor allem auch, was für mich das so besonders macht, sind auch einfach die Unterschiede mit den, wir haben 4 der 5 große Skigebiete und die vorderen kann man nicht vergleichen mit den hinteren, also auch einfach die Vielfältigkeit ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Genau, ja, Fügen angefangen mit Spieljoch bis rein zum Hintertuxer Gletscher auf über 3000 Metern, hast unterschiedliche Pisten, unterschiedliche Bedingungen auch, gell, weil in Fügen draußen kann schon Sommer sein oder Frühjahr sein, Frühjahrsschnee sein und im Hintertuxer Gletscher gehst du durch Tiefschnee fahren. Ja, also wir haben es auch von den Skipisten, sehr lustig, ja. Ja, und auch im Sommer wurde, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr viel gemacht, um in diesen verschiedenen Regionen eine gewisse Infrastruktur zu geben. Wir haben schon drüber gesprochen, der Sommer wird wichtiger. Ich glaube, man kann auch mittlerweile im Sommer neben Wandern und
Biken mittlerweile, was ja viel gemacht wird, auch da mit den Familien oben, da wurden ja wahnsinnige Angebote geschaffen, um dort seine Freizeit zu verbringen. Also ich nutze auch den Sommer auf den Bergen, auch mit den Liften, die wir haben. Du schaffst es, also ich habe es versucht mit meiner Familie, habe ja ein paar Kinder, man schafft es im Sommer in einer Woche, in 6, 7 Tagen, wenn man hier ist, nicht alle Möglichkeiten auszunutzen. Ja. Weil auf jedem Skigebiet, wo geöffnet, oder das Skigebiet ist jetzt der falsche Ausdruck, Sommergebiet, ja, wo geöffnet ist, kannst du im Sommer oben was machen. Und wenn du mit den Kindern da bist und du willst überall hin, das schaffst du fast gar nicht, so viele Möglichkeiten gibt es. Ja. Das heißt, eigentlich können wir nur jedem Zuhörer empfehlen, selber vorbeizukommen und sich ein eigenes Bild, Sommer wie Winter, von dieser einzigartigen Region zu machen. Klingt ein bisschen wie eine Werbesendung, ja, aber es ist wirklich toll bei uns hier und ich kann es jedem empfehlen, ja. Super. Du, Andreas, dann würde ich damit zum Schluss kommen. Ich glaube, wir können jetzt noch Stunden über das Thema die Vielfältigkeit des Skis, des Skitourismus, die verschiedenen Skivarianten reden. Haben einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen. Wir sehen uns bei dir auf jeden Fall im Sportgeschäft wieder. Ich komme vorbei. Gerne. Und bedanke mich bei dir. Danke, Herr Niklas. Und ja, somit kommen wir zum Ende und vielen Dank, Andreas, und freuen uns auf die nächste Folge beim Zillertal-Podcast mit Peter Haberler.